Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Dschungel. Jake hat hervorragend geschlafen. Es zieht etwas schlechtes Wetter auf. Wir haben es 5.03 Uhr. Wir sind etwas früher aufgestanden. Die Tiere haben uns die Nacht ein bisschen bei Laune gehalten. Und wir gucken mal, was wir so brauchen. Wir brauchen Fett, wir brauchen Kohlenhydrate und wir brauchen was zu trinken. Wie gut, dass wir hier alles haben. Nicht verschütten. Zack, Kohlenhydrate, Parasiten minus 2 hatten wir keine. Und dann nehmen wir uns hier noch die Fleischsuppe. Hervorragend. So, wie schaut es jetzt aus? Wir brauchen immer noch ein bisschen Fett. Gucken wir mal, was wir noch da haben. Warte mal, das könnten wir jetzt eigentlich noch kochen. Zack. Ara-Fleisch, dann können wir das noch essen. Die Bananen sind mittlerweile verdorben. Das ist verdorben. Alles klar, alles kaputt. Aber die Nüsse können wir noch essen. Dann ziehen wir uns die Sachen hier auch noch rein. So, wie sieht's aus? Bis auf ein bisschen zu trinken, sieht's gut aus. Dann kochen wir uns nochmal ein bisschen was ab. Aber ach, wir hätten ja auch nicht die Kokosnuss. In Ordnung. Und dann würde ich sagen, ziehen wir nochmal ein bisschen weiter. Trinken, Feuer ist aus. Ach, jetzt haben wir das Ara-Fleisch nicht ganz gebraten. Shit. Naja, okay. Blut erforderlich. Ach so, weil es angefangen hat zu regnen. Eben denke ich, warum ging das so abrupt aus? Ja. Alles klar, dann können wir das erstmal lassen. Und dann würde ich sagen, können wir ja auch fast ein bisschen was hier... Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Das ist ja fantastisch. Ach, guck mal, da ist Chili wieder. Na, Chili? Die hat uns heute Nacht auch Gesellschaft geleistet. Okay. Also, ich würde gerne heute noch ein Stückchen nach Nordwesten gehen. Und zwar so... Wir sind jetzt... Ja, nee, wir müssten eigentlich eher so nach Norden. Mal gucken, was hier so in der Gegend ist. Die würde ich gerne mal abchecken. Ich würde sagen, zur Sicherheit, wir speichern nochmal. Und dann ziehen wir los. Wir wissen ja jetzt, wo unser Shelter steht. Komm, auf geht's. Wie viel Gewicht haben wir? Ah, der ganze Kram, den können wir mal rausschmeißen. Den brauchen wir jetzt noch nicht. Ich glaube, später kann man damit sogar Sachen düngen. Was ist da? Ich sehe was am Horizont. Was haben wir denn hier? Ich kann auch was sagen. Mia, how are you feeling? It's been days. Is everything okay? Yeah, I'm a little dizzy. That's all. You're probably just tired. Why don't you get some rest? I just remembered that time when we flew out for the weekend to the Bahamas. Do you remember? Sure I do. How could I forget? We promised we'd go back there again. After all, we spent the whole visit in our hotel room and didn't really do much sightseeing. Yeah. Yeah. Jake, we'll never go there again. Don't say that. Don't give up. Stay focused. Everything will be fine. You'll see. If you believe it, and so do I. Hey, Mia. Found a dock, but it looks abandoned. Are you sure there's no one around? Bin mir nicht ganz sicher. I really hope I'd find someone. Damn. Honey, just stay strong. Yeah, I know. Was haben wir denn hier? Einen Wasserfilter. Boah, cool, können wir da? Ja, kannst du ne gucken. Ah, sau cool. Dann können wir den jetzt auch bauen, ne? Bambuswasserfilter. Hier haben wir eine ganze Menge Kohle. Jetzt gucken wir, jetzt checken wir hier erstmal ab. Oh, hier können wir auch schlafen, Leute. Das ist gut.
Das ist gut, dann können wir das jetzt erstmal in aller Ruhe hier untersuchen. Neuer Tagebucheintrag, Lagerfeuer, das gucken wir uns alles dann noch in Ruhe an. Nüsse. Und hier liegt eine Jeans. Und eine Hängematte haben wir auch. Schokoriegel. Cool. Hier können wir auch pennen. Was ist denn da? Ein Gürteltier. Was haben wir hier? Oh, halten, um das Spiel zu speichern. Save the Amazon. Ist auch gut. Da gibt's Tipps. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Was haben wir hier noch? Hier steht ein Boot. Okay, hier irgendwas war hier. Was ist hier? Vierzackiger Speer. Mal auf, dann lass mal die Klinge hier. Ich glaube, die muss man... Ja, okay. Was kann ich denn mit dem vierzackigen Speer machen? Okay. Naja, es ist ein Speer mit vier Zacken, ne? Der geht... Was steht denn da im Wasser? Oh, eine Speerfischfalle. Und da ist ein Kaiserfisch drin. Ach, kann man hier die Larven reinpacken? So, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, wir haben ja jetzt hier erstmal alles, was wir brauchen. Lasst mal auf unseren Verbrauch gucken. Okay, wir brauchen ein bisschen Wasser, das ist aber in Arbeit. Rest passt noch. Dann können wir uns jetzt erstmal hier um die Sachen kümmern. Überprüfe den Ort Lamba 2, erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Also als nächstes brauchen wir definitiv den Wurfhaken. So, Lambda 2, was immer das auch sein mag, ist auf dem Hügel. Ich brauche Kletterausrüstung. Okay, hier haben wir die Koordinaten. Dieser Felsen, der Junge ist direkt durch ihn durchgelaufen. War er echt? Was bedeutet diese Zeichnung? Mir sollte mir die Übersetzung helfen können. Das war das, was wir da gesehen haben. Wir sind mit dem Boot hergekommen, aber ich kann mich an keine Anlegestelle erinnern. Ist hier noch jemand? Eins der Boote ist in Betrieb. Okay, das haben wir jetzt auch gefunden. Sehr schön. Was können wir mit mir... Well, I found a boat, but it's damaged, and it won't float. Looks like someone did it on purpose. Who could have done it? I don't know. Let's keep it that way. I shouldn't be here anyway. Hier haben wir einen Pilz. Da können wir wieder diese Lialen einsetzen. Ah, hier gibt's wieder die Red Bull Pilze. Nennen sie jetzt Red Bull Pilze. Okay. Da haben wir wieder Verbände. Da haben wir jetzt noch nicht wirklich viel gebraucht. Gott sei Dank. Okay, wir haben 12. Dann würde ich vorschlagen, Leute. Wir gehen mal auf die Suche nach einem Bogen. Beziehungsweise ich würde mir gerne einen Bogen machen und mal da drüben abchecken, was da so ist. Aber hier sind, glaube ich, Piranhas drin, ne? Ja, ich glaube, das sind Piranhas. Geht mal weg, Piranhas. Sehr schön. Haben wir geschafft. So, hier gibt es nämlich Bambus und ich würde gern mal einen Bambus umhauen und gucken, ob wir da Rezepte freischalten. So. Langer Bambusstock. Bambusblasrohr, da guck hin. Und kann ich mir nicht mit einem langen Bambusstock auch einen Bogen bauen? Bambusbogen. Unfertige Pfeile, okay. So, sehr cool. Dann hau mal die Steinklinge bitte raus und den Bogen auf die 3. Okay, wir brauchen Pfeile, ne? Frage, wie bauen wir Pfeile? Wahrscheinlich mit diesen Bambusdingern. Kann man da Pfeile mitbauen? Wir gucken mal. So, dann braucht man hier die kleinen. Das kann natürlich auch sein. Wir werden Federn brauchen, nehme ich an. 1, 2. Pfeil herstellen. Okay, 2 Federn und einen kleinen Stock brauchen wir.
Alles klar, so kriegen wir Pfeile. Yay. So, ich sammle hier nochmal. Okay, die Bambusstöcke kann man nicht mehr kleiner machen. Also hier würden wir Bambus kriegen, aber das ist ein ziemlich weiter Weg von unserem Shelter, oder? So, ich lege die mal hier hin, die machen wir jetzt klein, dass wir uns noch ein paar Pfeile machen können. Alles klar. Okay, jetzt haben wir einen Bogen und ein paar Pfeile. Jetzt haben wir hier, wartet mal. Kam dieser Schlitten, wurde der nicht schon freigeschaltet? Oh, was haben wir denn jetzt hier alles? Bogen, Pfeil, kleiner Stock, zwei Federn, Bambusblasrohr, unfertige Pfeile, Froschfalle benutzen, um die Pfeile zu vergiften. Okay. Knochenspeer, Stockrüstung. Ach, ich weiß, was fehlt. Ein Bananenblatt hat vorhin gefehlt, ne? Ich hält. Ein Wunder. So, jetzt gucken wir hier aber erstmal durch. Lagerfeuer. Okay. Steinring. Trockengestell. Wasserfilter ist jetzt mit drin. Da haben wir immer noch die Geschichten. Hier haben wir ein Blätterbett. Hier haben wir eine Speerfischfalle. Große Speerfischfalle. Oh, Alter, cool. So, was haben wir denn hier? Korb. Halter, langer Stock, Halter, Stock, Halter, kleiner Stock, Halter, Seile, Halter, Blätter, ein Schlitten. Drei Holzscheit, zwei langer Stock, 12 Stöcke und 5-mal Seile. Und dann können wir uns sogar einen Bambusschlitten bauen. Boah, da bin ich am überlegen, ob wir uns nicht gleich einen bauen und hier gleich ein bisschen Zeug mitnehmen. Laufen wir erstmal hier hoch. So, oh, was haben wir hier oben? Hier jemand? Scheint nicht so. Bambusräuchergestell. Cool. Eine Fackel? Da war wieder kein Platz, das aufzunehmen, ne? Okay, dann haben wir wenigstens das gelernt. Gut erforderlich. Okay, hier könnte man Feuer machen und hier liegen noch... Hier war doch auch jemand. Hier war doch ganz klar jemand. Busscheite. Ich kann mir überlegen, ob wir uns hier so einen Schlitten bauen sollen. Ich will hier einfach nur noch ein bisschen gucken. Aha. Wollte eben gerade sagen. Ich wollte hier einfach nur noch ein bisschen gucken, was hier so ist. Ach, wir sind hier drüben jetzt. Hier ist eine Höhle, Leute. Hatte es in Höhlen nicht auch irgendwelche Viecher, denen man nicht... Ja, eben sage ich es noch. Alter, der Bogen macht auch gerade, was er will. Aber getroffen. Ich habe das fertig gebracht. Skorpion. Hinten ist eine Schlange. Okay. Gehen wir erstmal rechts rum, würde ich sagen. So aus, als wäre da irgendwas in der Wand, ne? Hier? Mia, I found a campsite in the cave. Looks abandoned. I think the owner isn't coming back. I hope you found something useful. Might be able to learn a thing or two from the way the shelter was built. That's great. Hier liegt ein Fernglas. Kann ich das nicht benutzen? Alten mittlerer Bambusunterstand. Ach, cool, ey. Okay, hier liegen leere Dosen. Ich nehme die mal mit. Oh, und hier ist noch was. Oh, ein Tagebuch. Lesen. Dienstag 5.53 Uhr. Wecksignal. Zwei Arbeiten an den Booten. 20.15 Uhr. Die meisten schlafen. Einer hält Wache. 2.03 Uhr. Wachablösung. Mittwoch 4.30 Uhr. Wecksignal vor Sonnenaufgang. Sie sind mit beiden Booten flussaufwärts gefahren. Rückkehr, Kisten, Drogen. Ich bin eingenickt. Wann sind sie eingeschlafen? Wieder Wecksignal. Der Trupp ist in den Dschungel gegangen. Der Trupp ist zurück. Wieder nur eine Wache. Wachablösung. Denen ist scheißegal, ob sie pünktlich sind. Drogen?
Haben die hier einen Drogenversteck oder was? Someone was watching the docks from here. Found some broken binoculars in the cartel's patrol schedule. Any ideas? I don't know. The competition, maybe? Or maybe a journalist looking for a story. Ugh, journalists had to be crazy to come out here. Then again, maybe I'm not one to talk. We ended up here too. Well, I'm not really there. Right, I know, I know. I'm in the jungle. Right. Over and out. Okay. Also irgendwas hat's hier mit Drogenkartellen auf sich. Und Mia verhält sich auch komisch, da ist die Schlange. Treffer. Und ein Skorpion. Treffer. Da kann man ja gleich mal üben. So, Klapperschlangenfleisch nehmen wir mit. Cool, dass ich da nochmal gucken gegangen bin, als hätte ich's geahnt. Trotzdem dubios. Geh nochmal irgendwo lang. Da kommen wir wieder da raus, ne? Krasser Shit. Krasser Shit. So, was sagt die Uhr? 16.43 Uhr, es wird Zeit, dass wir zurückgehen. Da hinten würde ich gerne auch nochmal gucken, aber nicht im Dunkeln. Okay, wir haben hier das Camp. Pass mal auf, wir machen folgendes. Wir sammeln die Geschichte hier mal, dass wir wenigstens noch Kokosnussfleisch kriegen. Platz mehr. Shit. Na gut, wir haben jetzt aber auch ziemlich viel. Nüsse und so weiter. Das sollte uns erstmal über Wasser halten. Bei Kokosnussschalen passt auch. Schon fast zu viel, ne? So, alles klar. Wo sind wir? Oh, ne, da sind wir nicht runter. Hoch. Laufen wir mal hier rechts lang. Okay, das sind diese Pfeilgiftfrösche, die es hier gibt. Alles klar, aber wir werden die Nacht hier verbringen. Und dann bin ich echt am Überlegen, ob wir uns gleich so einen Schlitten bauen sollen. Und dann gucken wir mal, wie lange das dauern würde. So, schnell rüber. Ach, nichts passiert. Wie lange das dauern würde, hier Bambus darüber zu bringen. Im Prinzip bräuchten wir ja nur unten in der Plattform Bambus. Dass die schwimmt. Alles klar. Okay, dann machen wir uns hier mal noch ein Feuerchen. Guck mal, bitterer Bambusunterstand. Erlaubt ihr das Spiel zu speichern? Wie geil ist das denn? Hier, da brauchen wir 3 Bambusscheit, 3 langer Bambusstock und 9 Seile. So, ein Feuer möchte ich gerne noch machen. Ist hier überdacht? Ja, hier ist überdacht. Können wir das hier hinstellen. Aber es fehlt natürlich mal wieder an Material. Wie soll es anders sein? Aber während es hier regnet... Ach, guck mal, ein Vogelnest. Das kommt ja wie gerufen. Ob es denn hier so komisch? Hat eben komisch geklungen, als würde da irgendwo einer stehen. Naja. Okay, lasst mal... Kurz, ach, guck mal, Nüsse. Die kommen ja auch wie gerufen. So, dann lasst mal hier noch fix ein bisschen Material holen. Und dann bauen wir uns noch unser Feuer. Und dann geht's auch schon in die Falle heute, würde ich sagen. So, ein Feuer brennt. Wir hier noch ein bisschen Fleisch braten. Was sagen die Werte? Ein bisschen Fett, ein bisschen Protein und schon rollt der Rubel wieder. Die Snacks, die können wir uns auf jeden Fall ausheben. Ein bisschen Fett hatten wir gesagt, ne? Wobei, das kriegen wir jetzt dann auch. Wenn wir das Fleisch essen, dann können wir nochmal was trinken. Und dann werden wir hier... Perfekt. Mal gucken, irgendwo haben wir wieder Igel an uns.
So, Klapperschlangenfleisch gekocht. Dann können wir das auch nochmal kochen. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns morgen oder zur nächsten Folge. Übermorgen in dem Fall. Weil ich lasse das ja dann hier wieder jeden zweiten Tag laufen. Und darf mich bedanken fürs Einschalten. An der Stelle geht es genau weiter. Ich werde ihn jetzt hier noch ein bisschen, den guten Jake noch ein bisschen herrichten, noch ein Stückchen Fleisch essen, dann speichern, dann die Nacht schlafen und dann gucken wir mal, ob es sich wirklich lohnt, da vielleicht so einen Schlitten zu bauen, um damit dann unsere Base zu machen. Müsst mal ein paar Mal hin und her laufen. Bin mal gespannt. Also, wenn ihr Tipps und Tricks habt, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten denkt an den Daumen. Und ich darf mich bedanken. Würde mich freuen, wenn in der nächsten Folge Green Hell wieder mit dabei wärt. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.